Es mag ja heute vielleicht nicht so aussehen, aber ich kann das wirklich gut verstehen, denn ich hatte extrem unter Sorgen zu leiden. Ich hatte einen regelrechten Sorgengeist vor vielen Jahren. Es war ein richtiger Quälgeist, der mir das Leben schwer machte. Äußerlich betrachtet gab es nicht den geringsten Grund, sich in irgendeiner Weise zu sorgen, aber ich war von Sorgen wie verzehrt. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und auch überhaupt erstmal zu merken, dass man Sorgen denkt, Sorgen empfindet, sich Sorgen macht. Rückblickend betrachtet von heute kann ich sagen, dass der Herr in seiner Gnade mir aus diesem Problem, diesem falschen Denken, diesem falschen Geist herausgeholfen hat. Und zwar durch eine ganz interessante Sache. Ich stellte fest, dass gewisse Bibelstellen für mich wie ein Lichtstrahl waren. Das war etwas Positives. Ich habe gemerkt, das ist wie frische Luft, da kann man atmen, da ist etwas Positives drin, da ist etwas, was mich aufbaut, was mich stärkt, was mir gegen die Sorgen hilft. Ich habe entdeckt, in alten Liedern, die sich mit dem Thema beschäftigt, das war etwas, was mich aufgebaut hat, was mich gestärkt hat. Von Paul Gerhardt beispielsweise, Befiehl du deine Wege, dieses uralte Lied. Und dann fing ich an, diese Sachen mir aufzuschreiben. Ich habe damals nicht gewusst, was ich da mache. Ich habe nur gemerkt, das tut mir gut. Ich habe mir das aufgeschrieben und habe das immer und immer wieder gelesen, mich damit beschäftigt, das in mich hineinsacken lassen. Immer wenn ich einen neuen Bibelvers gefunden habe, der für mich so ein Lichtstrahl war, habe ich den dazu geschrieben und habe das in mich aufgenommen. Ich habe die Liste heute noch. Und das hat dazu geführt, dass im Laufe von einigen Monaten das immer weniger wurde und weniger wurde. Und letztlich dieser Sorgengeist völlig aus meinem Leben verschwand. Die Waffe des Wortes Gottes, die Wahrheit des Wortes Gottes, hat diese Macht der Sorgen aus meinem Leben rausgedrängt. Ich bin überzeugt, dass das Gleiche auch für andere Probleme im gedanklichen Bereich gilt. Beispielsweise Depression, Angst, Mangeldenken und so weiter. Wenn wir das Wort Gottes wie eine Waffe dagegen verwenden, dann wird dieses falsche Denken unser Leben verlassen. Schau, wenn du Sorgen hast, Sorgen glaubst, Sorgen empfindest, Sorgen aussprichst, Sorgen glaubst, dann wird genau das in deinem Leben hervorkommen. Genau das wird geschehen. Aber durch die Wahrheit des Wortes Gottes, des ewigen Wortes Gottes, können wir diese Sorgen oder was immer dich quält, aus dem Leben herausdrängen. Ich gebe dir nur einige wenige Bibelverse, die für mich damals zum großen Segen geworden sind, mal weiter. Du musst dich auf die Suche machen, musst dich mit dem Wort beschäftigen, musst diese Wahrheit in dich aufnehmen und immer wieder damit beschäftigen. Und du wirst merken, schon nach einer Woche wird es besser und nach einem Monat wird es noch besser und nach einigen Monaten wirst du völlig davon frei sein. Bei mir war es beispielsweise so, als es zu einem späteren Zeitpunkt von außen betrachtet wahrhaftig Grund gab, sich Sorgen zu machen, da war jeglicher Sorgengeist aus meinem Leben verschwunden. Und ich bin durch Stürme und Schwierigkeiten relativ ruhig durch die Gnade des Herrn hindurchgegangen. Die Bibel spricht beispielsweise, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir tun? Ich aber bin elend und arm, der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du, mein Gott, zögere nicht. Oder seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Die Bibel fordert uns auf, seid um nichts
besorgt. Das ist der Zustand, den Gott für uns haben möchte. Sei um nichts besorgt. Weißt du, Sorgen sind etwas, was zwischen dich und Gott kommt und was dich von seinen Segnungen wirklich abhalten kann. In dem Sinne glaube ich, dass du dich mit der Wahrheit des Wortes Gottes immer mehr beschäftigst, immer mehr das in dir wachsen lässt und dass wirklich alles falsche Denken weggetrieben wird aus deinem Leben. Und dass du in ein völlig neues Feld hineinkommst kannst von Freiheit, von Luft, von Segen, einfach von dem, was Gott für dich hat. Ich glaube, der Herr hat mehr für dich.